Hallo ihr Lieben, Assalamu alaikum, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von So schön anders. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt, wenn euch das Thema interessiert. Und zwar geht es heute um das Thema, was bringt mir eine Diagnose? Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mal ein bisschen, ein paar Minuten drauf verwende, um darüber zu sprechen, welche Vorteile man in Deutschland eigentlich hat bzw. nicht hat, je nachdem, welche Diagnose man bekommt. Weil manchmal überlegt man ja selber so, der Arzt hat einen vielleicht darauf hingewiesen, dass da vielleicht ein Verdacht auf eine bestimmte Sache, ADHS oder Autismus oder sowas besteht. Und dann wird man manchmal gefragt, ja, möchten Sie denn eine Diagnose oder möchten Sie für Ihr Kind denn eine Diagnose oder sollen wir keine stellen? Man muss nicht unbedingt. Und das sind dann Überlegungen, die man macht, ob das jetzt Sinn macht, dass man diese Diagnose bekommt. Und damit ihr euch da ein bisschen besser orientieren könnt, habe ich jetzt diese kleine Sammlung hier, diese Sammlung von Infos für euch zusammengestellt, damit ihr besser beurteilen könnt und für euch selbst entscheiden könnt, ob das Sinn macht für euch, dass ihr euch eine Diagnose holt oder auch nicht. Okay? Und wir legen jetzt gleich los. Wie ihr hier seht auf dem Screen, habe ich das Ganze unterteilt in Erwachsene und Kinder. Und das hat den einfachen Grund, dass Erwachsene und Kinder halt ihre Lebenswelten hauptsächlich in zwei verschiedenen Bereichen haben. Und das ist einmal bei den Erwachsenen die Arbeit und bei den Kindern ist es die Schule. Und eigentlich ist das Thema Erwachsene ziemlich schnell erledigt und abgehakt. Es gibt nämlich in Deutschland nicht wirklich irgendwelche Vorteile für jemanden, wenn er eine Diagnose von ADHS, ADS, Autismus, auch Dyskalkulie und Leserechtschreibschwäche oder was man früher Legasthenie genannt hat, zähle ich da dazu. Die bringen dir als Erwachsener nicht wirklich viel. Was es dir schon bringt, ist, dass du es selber einfach weißt und dass du anderen vielleicht sagen kannst und auch ernster genommen wirst, wenn du sagst, dass du das hast. Übrigens, die Hochsensibilität habe ich vergessen, die habe ich ganz mit rausgelassen, weil die sowieso keine anerkannte Diagnose ist. Die kann dir niemand diagnostizieren. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja, und als Erwachsener in der Arbeitswelt hast du eigentlich keine Vorteile, wenn du eine Diagnose hast. Okay, es gibt weder irgendwelche Regeln oder verbindlichen Gesetze oder Anordnungen, dass man auf Menschen mit ADHS oder mit Autismus irgendwie im Beruflichen mehr Rücksicht nehmen müsste oder so. Man hat keine Ansprüche, von daher bringt es dir nicht viel. Das Einzige, was es dir bringt, ist, dass du es eben selber weißt und das so auch mit deinem Umfeld kommunizieren kannst. Und du kannst dann unter Umständen, was jetzt nicht mit der Arbeit zu tun hat, sondern mehr mit deinem Leben so ganzheitlich gesehen, kannst du vielleicht eine Therapie machen, eine Gesprächstherapie vielleicht oder auch eine Verhaltenstherapie. Das kommt dann darauf an, wer deine Diagnose gestellt hat und was sie so vorschlagen oder wohin sie dich vielleicht verweisen, wo du noch weitergehende Therapien machen kannst. Das finde ich eine schöne Sache. Wer da der Typ dafür ist und wer das gerne macht, der kann das kann und soll das gerne machen, aber ansonsten gibt es für Erwachsene eigentlich nicht viele Vorteile. Gut, dann schauen wir uns mal die Kinder an. In der Schule ist ja das große Problem immer mit der Notengebung, mit dem in die nächste Klasse kommen, dann nach der 4. Klasse eben der Übertritt auf die weiterführende Schule. Und das sind ganz, ganz große Baustellen für unsere Kinder, die eben von ADHS oder Autismus und den Begleiterscheinungen davon betroffen sind. Okay, deswegen habe ich euch jetzt hier zu den Kindern, ich mache es ein bisschen kleiner, damit ihr es sehen könnt. Deswegen habe ich jetzt euch hier zu den Kindern die wichtigsten Infos zusammengestellt, was die Diagnose in jedem Fall sozusagen bedeutet. Also, fangen wir mal an mit ADS und ADHS. Okay. Leider ist es so, dass es für Schulkinder keinen Nachteilsausgleich gibt. Okay. Was ist ein Nachteilsausgleich? Ein Nachteilsausgleich ist, dass du zum Beispiel die Erlaubnis bekommst, bei einer Probe, die geschrieben wird, einer Ex, einer Schulaufgabe, noch mehr Zeit zu bekommen.
Also du bekommst, glaube ich, bis zu 30% mehr Zeit als die anderen Schüler. Das ist ein Nachteilsausgleich zum Beispiel. Oder dass du das Recht hast, bei deinen Leistungsnachweisen in einen anderen Raum zu gehen, wo du alleine bist, damit du nicht so stark abgelenkt bist. Das ist bei einer Diagnose ADHS oder ADS nicht möglich. Okay? Dann haben wir hier als nächstes vielleicht Schulbegleiter. Ich schreibe dazu vielleicht, weil man theoretisch schon, wenn man eine ADHS oder ADS diagnostiziert hat, ein Anrecht hätte auf einen Schulbegleiter. Aber es ist ein bisschen abhängig von deinem Verhandlungsgeschick und davon, was in deiner Stadt oder Gemeinde, wo du lebst, was da so an Ressourcen verfügbar ist. Also man kann es nicht verallgemeinern. Grundsätzlich hätte man, denke ich, mit so einer Diagnose schon ein Anrecht auf einen Schulbegleiter. Das sind auch oft so Regelungen und Anordnungen, die die Kommunen selber sozusagen entscheiden können. Das ist nicht auf Bundesebene alles identisch. Deswegen würde ich in dem Fall, wenn du ADHS diagnostiziert hast und für dein Kind einen Schulbegleiter willst, würde ich mit dem Sozialbürgerhaus oder dem Jugendamt in Kontakt treten, die Diagnose vorlegen und fragen, wie du einen Antrag stellen kannst für einen Schulbegleiter. Und wie gesagt, du musst vielleicht ein bisschen geschickt sein oder musst lange warten, je nachdem. Aber vielleicht kannst du einen Schulbegleiter bekommen. Und das Einzige, was dann bei ADS oder ADHS quasi für diese Kinder noch übrig ist, ist hier die Medikation. Okay, die geht relativ flott und das ist auch das Einzige, was den Diagnosestellern sozusagen als leichtes Mittel so, was sie an der Hand haben. Deswegen schlagen sie es auch gerne und oft vor. Und das ist einfach, ja, gut, wir haben das jetzt diagnostiziert. Möchten Sie es denn mal mit diesem oder jenem Mittel als Medikation probieren? Okay. Und es ist ganz klar, dass man sich da so tunnelblickmäßig auf die Medikation versteift, weil die anderen Sachen, die man in der Schule sonst noch machen könnte, sind eben bei ADS und ADHS blockiert. Du kannst eben keinen Nachteilsausgleich bekommen und es ist auch nicht so leicht, an einen Schulbegleiter zu kommen, grundsätzlich, nicht nur für ADHS. Deswegen ja, kann ich es gut verstehen, dass viele Familien und Eltern dann sagen, wir nehmen jetzt mal als erstes die Medikation, weil die ist am leichtesten zu bekommen und hat vielleicht so schnell gleich eine große Wirkung. Okay? Dann gehen wir weiter zur ASS, also Autismus-Spektrum-Störung. Da fällt jetzt runter Autismus, frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Kanner-Autismus. Da gibt es ja verschiedene Diagnosen, verschiedenste, die Psychologen stellen. Aber es gehört eben alles zum Autismus-Spektrum. Und wenn man da eine Diagnose hat, dann steht man deutlich besser da als mit ADHS. Und das Gute ist auch noch, dass ja Autismus und ADHS so oft gepaart vorkommt, sodass die Chancen recht hoch sind, dass wenn dein Kind auf dem Autismus-Spektrum ist, dass es auch Konzentrationsschwierigkeiten hat. Und du kannst dann die Autismus-Diagnose kannst du nutzen, um darüber an die anderen Hilfen zu kommen, die mit der Eingliederungshilfe zu tun haben. Also was bedeutet das dann in der Praxis, im Detail? Also du bekommst einen Nachteilsausgleich. Mein Sohn zum Beispiel, der ist Asperger-Autist, der bekommt einen Zeitzuschlag bei seinen Proben, die er schreibt. Der darf in einen Nebenraum gehen, wo er alleine bzw. mit seiner Schulbegleiterin ist, wo der Lehrer natürlich schon ihn im Blick hat, aber er sitzt dort ein bisschen abseits vom Rest der Klasse, damit er sich besser konzentrieren kann. Es gibt auch noch andere Sachen, wenn es mal ganz schlecht läuft, kann man auch die Noten mal aussetzen für ein paar Wochen, sodass man sagt, für die nächsten 4 oder 6 Wochen muss er nicht an den Leistungsnachweisen teilnehmen und die Noten werden einfach ausgesetzt, sodass sich sein Notendurchschnitt nicht noch weiter verschlechtert. Ich hatte das noch nie mit meinem Sohn, aber diese Möglichkeit gibt es. Da muss man halt, sage ich mal, gut verhandeln können, gut kommunizieren können mit den Lehrkräften, dass man das vereinbart, dass das vielleicht mal sinnvoll wäre für eine Weile. Die zweite schöne Sache ist Schulbegleiter. Hat mein Sohn auch schon seit der ersten Klasse und jetzt ist er mittlerweile in der fünften.
Wenn du eine Autismusdiagnose hast auf dem Autismus-Spektrum, dann läuft die Schulbegleitung eigentlich über die Eingliederungshilfe. Und je nachdem, wie das in deiner Kommune, in deiner Stadt geregelt ist, ist entweder das Jugendamt oder das Sozialbürgerhaus für die Eingliederungshilfe zuständig. Und die verweisen dich dann an die Stellen, wo du nach einem Schulbegleiter suchen kannst. Und dann bekommst du den über die Kommune eben finanziert. Das ist der Idealfall. Mir wurde auch selber gesagt oder ich wurde immer wieder daran erinnert, dass in meiner Stadt, wo ich wohne, ich wahnsinniges Glück habe, dass das so über die Stadt finanziert werden kann, weil es wohl auch einige Städte gibt, die nicht den Schulbegleiter so grundsätzlich finanzieren. Und dann könnte man schauen, ob man über den Bund irgendeine Finanzierung bekommt, aber es ist dann deutlich schwieriger. Und da fällt mir noch ein, alle Infos, die ich euch hier sage, die sind meistens nicht für ganz Deutschland zutreffend. Also ich kann euch sagen, dass die Sachen, die ihr hier hört, für Bayern zutreffen, da bin ich ganz sicher. Wenn in eurem Land vielleicht eine kleine Abweichung ist, es gibt vielleicht ganz wenige Bundesländer, vielleicht bei manchen Sachen NRW oder Hamburg vielleicht oder so, die ein bisschen, sage ich mal, noch lockerer sind und noch mehr Sachen bezahlen. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten genauso viel oder weniger bezahlen. Und da müsst ihr euch dann nochmal über euer eigenes Bundesland gesondert informieren, weil wir in Deutschland halt einfach, ja, ein System haben, wo die Bundesländer sehr viel auf ihrer Ebene selber entscheiden können. Dann die nächste Sache, wenn du eine Diagnose auf dem Autismus-Spektrum hast, sind Therapien. Die bekommst du auch eigentlich nicht über die Eingliederungshilfe, kommt drauf an. Also über deinen Kinderarzt bekommst du einfach auch Rezepte für Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, wenn das für dein Kind sinnvoll ist. Und dann gibt es ja speziell für Autismus auch so bestimmte Verhaltenstherapien und solche Sachen. Wenn du das Glück hast, dass du irgendwo wohnst, wo du einigermaßen in Wohnortnähe dahin fahren kannst mit deinem Kind, um so eine Therapie zu machen, dann ist das eine tolle Sache. Und ich denke, dass es dann über deinen Kinderarzt oder ansonsten über die Eingliederungshilfe sicher möglich ist, dein Kind dann für so eine Therapie anzumelden. Aber diese Therapien, die so speziell für das Autismus-Spektrum sind, die sind ziemlich selten. Es gibt nicht so viele also Einrichtungen, die solche Therapien machen. Dagegen Ergo, Logo und Physio, die sind ziemlich weit verbreitet. Da findet man, denke ich, an fast jedem Ort in Deutschland mit ein bisschen Fahrzeit irgendwo eine Praxis, wo man das machen kann. Okay, dann gehen wir weiter zur Leserechtschreibschwäche. Die Leserechtschreibschwäche hat man früher auch Logopädie genannt. Und die ist mittlerweile auch aufgenommen in den Katalog von diesem internationalen Diagnosekatalog, nach dem die Psychologen sich ja richten, wenn sie Diagnosen stellen. Und die Leserechtschreibschwäche hat seltsamerweise im Gegensatz zu ADHS schon einen Nachteilsausgleich, also in Bayern zumindest. Da hast du also das Recht, wie beim Autismus-Spektrum, dass du in den anderen Raum gehst, wenn du das brauchst, zur Konzentration, dass du mehr Zeit bei den Proben bekommst, das ist ganz wichtig, dass du die Noten auch mal aussetzen kannst, das meine ich hier mit Notenschutz, dass man die Noten phasenweise mal aussetzen kann für ein paar Wochen. Okay? Das Letzte, was dann noch bleibt, ist die Dyskalkulie. Und die Dyskalkulie ist so ein bisschen das Stiefkind, was mir sehr wehtut im Herzen, weil die hat leider überhaupt keine Unterstützung. Ganz toll. Obwohl die auch als offizielle Diagnose, glaube ich, im internationalen Diagnosekatalog schon mit drin ist, können die Also Psychologen, das aber irgendwie nicht so, also es bringt nichts, wenn sie dir diese Diagnose stellen. Also es gibt immer wieder so private
private Dyskalkulie oder Rechenzentren und sowas, wo man Eltern gerne, ich sage jetzt mal bewusst anlockt, okay, damit, dass man hier eine tolle Dyskalkulietherapie und sowas macht. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Diese Sachen können nämlich nicht über die Krankenkasse oder Eingliederungshilfe oder irgendwas abgerechnet werden. Das müsst ihr selber zahlen. Und das kommt daher, weil diese Zentren zwar schon die Diagnose selber stellen, aber es ist keine offiziell anerkannte Diagnose, die von den Regierungen der Länder und vom Bund eben nicht anerkannt ist. Und deswegen gibt es dafür auch keine finanzielle Unterstützung. Okay, also wenn ihr Probleme mit Dyskalkulie habt, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil ich habe das Problem auch ein bisschen mit meiner Tochter, bringt es euch nichts, wenn ihr zu so einem Dyskalkuliezentrum geht. Die werden euch zwar eine Diagnose stellen, die werden euch auch eine Therapie vorschlagen. Das müsst ihr aber alles selber zahlen. Wenn ihr das könnt, super, dann könnt ihr das gerne machen. Dann freue ich mich für euch. Aber für alle die, für die das finanziell schwierig wird, denen würde ich nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen. Und es empfiehlt sich dann auch nicht mit der Schule so wahnsinnig viel über das Thema Dyskalkulie zu sprechen, weil auch die Schule hat keine Möglichkeiten an der Hand, euch zu unterstützen. Also die Lehrkraft, wenn sie auch noch so viel Verständnis hat, sie darf keinen Nachteilsausgleich geben. Sie kann nicht mehr Zeit dranhängen an die Probenzeit fürs Probeschreiben für dein Kind. Sie darf es auch nicht anders irgendwie unterstützen in Bezug auf die Notengebung. Was die Lehrer schon dürfen, ist, dass sie, wenn sie wissen, ja, da habe ich ein Kind, was mit Dyskalkulie zu tun hat, zu kämpfen hat, dass sie dann versuchen, speziell für dieses Kind vielleicht die Hausaufgaben anders zu strukturieren oder Einträge anders oder Arbeitsblätter anders zu strukturieren, sodass es übersichtlicher ist oder man irgendwie von den Übungen her, die das Kind macht, vielleicht ein bisschen einen anderen Weg geht als bei anderen Kindern. Okay, es sind aber minimale kleine Nuancen, die die Lehrkräfte nur Spielraum haben, was sie machen können zur Unterstützung. Und es gibt keinen richtigen Support, sage ich mal, so wie wenn man einen Nachteilsausgleich und Notenschutz hätte. Okay, das heißt, für die Eltern, deren Kinder von Dyskalkulie betroffen sind, ist es ganz wichtig, dass ihr an der Dyskalkulie selber privat arbeitet. Und das ist eins der nächsten Videos, das in Planung ist bei mir, wo ich euch Tipps gebe, wie man selber zu Hause die Dyskalkulie sozusagen verbessern kann, dass man eben daran an den Mathe- und Rechenleistungen trainiert, weil es stimmt, was man öfters liest beim Thema Dyskalkulie, dieses Rechnen bzw. die Rechenschwäche ist wie ein Muskel und der kann trainiert werden. Es ist nicht so, dass wenn dein Kind jetzt im Moment Dyskalkulie hat oder eine Rechenschwäche, dass das immer so bleiben muss, sondern wenn man gezielt übt, aber es geht hier nicht darum, viel zu üben, es geht darum, gezielt das zu üben, was eben bei Kindern, die mit Dyskalkulie Probleme haben, was bei ihnen die Baustellen sind. Man muss diese Baustellen gut kennen, man muss verstehen, was bei ihnen der Knackpunkt ist, warum sie bestimmte Sachen nicht so gut verstehen und nicht richtig können. Und genau diese Sachen muss man gezielt mit ihnen üben. Und dann werden sie langsam auch besser, wenn man das regelmäßig macht. Und im nächsten Video wird es darum gehen, oder im übernächsten mal sehen, wird es darum gehen, welche Sachen man zu Hause, welche Art von Übungen man zu Hause machen kann, um die Dyskalkulie zu, ja, um das Problem von zu Hause aus her zu beheben und da ein bisschen zu unterstützen, weil es ja sonst keine Unterstützung leider gibt. Okay, ich hoffe, dass euch das was genützt hat, diese Info. Ich bin schon am Ende und ihr könnt euch das Video abspeichern, wenn ihr nachher nochmal zurückkommen wollt und nachschauen wollt, wie war das nochmal mit der Diagnose oder mit der. Grundsätzlich kann man einfach sagen, Erwachsene haben jetzt nicht so den riesen Vorteil, können aber einfach, weil sie es gerne möchten, weil sie sich dann wohler fühlen und mehr, sage ich mal, so eine offizielle Diagnose dann haben, die sie mitteilen können, in ihrem Umfeld können das gerne machen. Es bringt aber ansonsten für ihren Alltag nicht so viel Unterschied, macht nicht so viel Unterschied, ob sie die Diagnose haben. Und bei den Kindern ist es eben ganz nach der Schwäche oder der
Störung oder wie wir es nennen wollen, die diagnostiziert wird, das ist eben unterschiedlich. Ich finde, am besten haben es noch die getroffen, die Autismus haben, irgendwo auf dem Spektrum sind, die kriegen noch am unkompliziertesten Hilfe. Bei ADS und ADHS ist eben hauptsächlich die Medikation im Fokus. Bei Lese-Rechtschreibschwäche kann man auch noch so ein bisschen unterstützen und bei Dyskalkulie leider gar nichts. Ja, so kann man es kurz zusammenfassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und nächstes Mal hören wir uns dann wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, tschüss.